Hallo meine Damen und Herren, willkommen zum neuesten Video. Wann kommt das nächste Update? Was wird darin enthalten sein? Diese Fragen werden auch in den Streams immer wieder gestellt. Ich beantworte sie eigentlich immer gleich und beantworte sie jetzt auch nochmal etwas ausführlicher mit einer kleinen Randinformation noch, die ich direkt jetzt am Anfang zeige. Und zwar hat sich die Bannwelle am 16. September nochmal richtig ausgeweitet. Also als ich hier letztes Mal das Video gemacht habe, vergangenen Samstag glaube ich, war diese Bannwelle zwar schon ausgeprägt, aber es waren, ich glaube, 1000 und ein paar verquetschte Gamebans und ich glaube auch unter 100 Wackbans. Das ist nochmal richtig nach oben geschossen, im Nachhinein dann. Also da hat sich wohl einiges getan, was eben auch nochmal dafür spricht, dass halt bald was kommt. So sagt man zumindest in der CSGO-Community, dass aufgeräumt wird, bevor irgendwas Großes kommt. So, also ich denke auch, dass sich da auf jeden Fall was anbahnt und auf die Frage, wann kommt denn das nächste größere Update von CSGO, also sprich eine Operation oder irgendwas halt mit SOS 2, eine Umportierung oder andere Anpassungen, die möglicherweise komplett bahnbrechend sind. Also sowas wie zum Beispiel der Two-on-Two-Modus, also der Wingman-Modus, der nach meiner Sicht und ich denke aus der Sicht von vielen wirklich eine schöne Addition war für das Spiel. Also es war ein toller Gedanke. Ich meine, das war auch irgendwie, also liegt ja auf der Hand, dass man in einem Spiel wie Counter-Strike eben nicht nur 5 gegen 5 spielen kann, sondern dass eben auch ein Two-on-Two-Modus auf jeden Fall gefragt ist und möglicherweise auch halt eine One-on-One-Geschichte gebraucht werden könnte mit eigenen Rängen und so weiter und so fort. Was es auch geben könnte, was viele von euch schon eben vermutet haben, dass sowas wie Seasons hinzukommen. Also Seasons, in denen man dann einen gewissen Rang eben erspielt und dann ist die Season abgeschlossen und der Rang wird dann einfach irgendwo angezeigt für die Herbstsaison 2022. Das ist dein Rang und dann geht's wieder weiter und du kannst praktisch jedes Mal aufs Neue auf irgendwas hinschwitzen. Möglicherweise werden auch die Elo-Geschichten irgendwie überarbeitet. Vielleicht wird die Elo auch so ein bisschen unterstützt noch in Form von Punkten, die man wirklich sehen kann. So ein bisschen wie halt bei eSportle zum Beispiel, dass du tatsächlich genau siehst, wie weit bin ich jetzt von irgendwas entfernt und so weiter und so fort. Das sind jetzt zwar alle Spekulationen, aber weil eben auch gefragt wurde, was wohl kommt, diese ganzen Geschichten können eben oder könnten eben kommen. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass es eine Operation wird und dass diese Operation ja ähnlich wird wie die letzten paar auch. Ich glaube nicht, dass da was Bahnbrechendes kommt, sondern dass halt einfach der gleiche Kram wie immer kommt. Dennoch eine Sache, auf die ich mich auf jeden Fall freuen würde oder bei der ich viel Spaß hätte, sie eben zu spielen. Auch für die Streams, für die Videos und so weiter und so fort. Eine coole Sache. Natürlich kann auch einfach nur sowas wie eine neue Map und eine Kiste kommen. Also ich meine, mit Case ist es ja eh immer so hin und her. Man ist hin und her gerissen, man sagt auf der einen Seite, nur eine Kiste macht doch was Gescheites, macht doch 128 Tick oder Wacknet oder was weiß ich. Aber dann sind natürlich trotzdem alle voll versessen darauf, die Kiste zu haben, sie zu erspielen, sie zu verkaufen, sie zu öffnen, mit den Skins rumzukacken und so weiter und so fort. Also in der Hinsicht weiß Valve natürlich schon, wo hier der Nerv offen liegt und worauf man drücken muss. Auch das wäre natürlich ein Update, aber kein großes, würde ich sagen. Wenn eine offizielle Map dazukommen würde, die in den Map-Pool kommt, oder vielleicht sogar zwei, und ja, halt eine Kiste, naja. Ich glaube, das würde die ganze Freude etwas dämpfen. Also dann sollte schon noch was hinzukommen, wie eine Operation oder dass sie sagen, 128-Tick-Server oder sonst was. Wobei ich da gar nicht weiß, wie geil die Leute das wirklich finden. Die Casual-Spieler, also es gibt ja nach wie vor sehr viele davon, ob das denen so wichtig ist, ob es jetzt 128-Tick ist oder nicht. Ich meine, ich habe es in den Streams nach wie vor, dass manche fragen, was das bedeutet. Ne, also wenn sie fragen, was ist an eSportle eigentlich so gut, warum spielt ihr immer nur eSportle und ich dann die Vorteile aufziehe und an diese 128 Tick kommen, dann heißt es dann oft, was ist denn das? Also ich weiß nicht, ob dieser eine Punkt, weil der ja doch immer mal wieder stark drauf rumgeritten wird, so einen großen Impact hätte. Dass man sagt, oh, Counter-Strike ist gerettet, Leute. Puh. Aber natürlich ist es ein Verbesserungspunkt und so sehen das bestimmt viele, die nicht so extrem darauf drücken. Man sagt einfach nur, 128 Tick wäre schön. Ne? A nice to have. Kein Must-Have, aber wirklich nice to have. Noch als kleine Randinfo wegen dem Hintergrund-Gameplay. Erstens, das ist unser eigener Server. Die IP sollte in der Videobeschreibung stehen. Da könnt ihr gerne drauf gehen. Ich werde demnächst noch ein Vorstellungsvideo machen. Ist von Nitrado, neuer Partner und so weiter und so fort. Da könnt ihr drauf rumdödeln. Euer Ghost kann da im Hintergrund rumhüpfen, wie man ihn vielleicht schon gesehen hat. Sneasel hat da gerade die Bestzeit, deswegen hüpft da sein Ghost rum. Also geht drauf, spielt fett auf den Servern. Ja, und zweitens, ich bin wirklich ein Keck. Also man sieht, wie extrem ich mich immer freue, wenn ich irgendwas Schweres geschafft habe. Und ich brauche halt lange, aber ich werde es euch nicht schneiden. Ich werde es wahrscheinlich cutten in verschiedene Infovideos, weil die Map echt lange geht. Also man kommt am Ende an und dann kommt auf einmal wieder ein neues Stück. Und ja, mitunter halt mit einigen Passagen, die für mich als Keck schwer sind. Bedenkt es bitte. Das Strafen und sowas, das habe ich extra fürs letzte Video gelernt oder mal oder wieder gelernt, dass man da ja so rumwackelt und ich kann es noch nicht gut. Naja gut, um nochmal zum Kern zu kommen. Ich denke, kurz nach dem aktuellsten Major wird da was Großes erscheinen.
Vor allem eben, wenn das halt wirklich spielverändernde Dinge sind, dann kann das sowieso nicht vorher kommen oder mittendrin, weil dann wäre auch das Major betroffen, bla bla bla. Also ich denke, solche großen Geschichten kommen nach dem Major. Da bin ich auch nicht der Einzige. Diese Info haben schon ganz, ganz viele andere, auch Creator und Leute, die in Richtung Leaking unterwegs sind, die haben alle schon gesagt, nach dem Major. Und dann kommen eben, denke ich, einige von diesen eben angesprochenen Dingen als Update oder zumindest eins davon. Es muss halt nur das Richtige kommen, dass es einzeln sein kann. Wenn Kleinigkeiten kommen, also halt wie Skins oder Musikkits und so weiter und so fort, da muss dann schon auch was mit dazukommen. Dass man wirklich, dass man da eben auch was in der Hand hat. Ja. Also ich denke, meine Prophezeiung, eine neue Map für Matchmaking, mindestens eine neue Map, die auch fest im Pool drin ist, also logischerweise, dann ein oder zwei Wingman-Maps, wobei es da auch erst welche gab, ne? Aber trotzdem, ein oder zwei Wingman-Maps und ja, Operation plus Skins. Aber natürlich lasse ich mich hinsichtlich größerer Geschichten, wie halt die Umportierung auf Source 2 und sowas, auch sehr gerne überraschen. Ich klinge da zwar immer sehr pessimistisch, aber das heißt nicht, dass ich da nicht dahinter stehen würde, wenn es denn passieren würde, von wegen Scheißdreck, sondern ich würde mich schon freuen, klar. Falls ihr noch irgendwelche Infos habt oder einfach Einfälle, Ideen und so weiter und so fort, Vermutungen, haut die gerne in die Kommentare. Das aktuelle YouTube-Giveaway löse ich dann im nächsten Video auf oder ich sag mal im nächsten Overwatch, weil ich gerade keinen Überblick habe, in welchem Video das ist. Muss ich auch kurz suchen. Ich war seit Sonntag jetzt nicht mehr, eigentlich nicht mehr am PC. Nur kurz für den Stream am Dienstag, das war, ja, deswegen kamen jetzt auch keine Videos für 4 oder 5 Tage, sorry. Aber ja, das echte Leben hat halt mal wieder gecallt und es gab viel zu tun. Gut, dann bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Willkommen auch nochmal an die ganzen neuen Abonnenten und Abonnentinnen hier. Schön, dass ihr da seid. Hallöchen, Popöchen. Und wir sehen uns dann somit beim nächsten Video oder im nächsten Livestream, der heute übrigens wieder stattfindet. Ab 18 Uhr, so wie jeden Donnerstag. Wir streamen jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr. Jeden Freitag ab 20 Uhr. Viewer Games, Skin Giveaways und so weiter gibt es immer dort. Und ein bisschen auf YouTube, aber auf Twitch gibt es viel, viel größere Sachen. Also wir haben jetzt gerade am vergangene Woche haben wir unser letztes Knife Giveaway gemacht. Das Ding war um die 300 Euro wert. Also kann man sich schon mal gönnen, ne? Mal klar, rankommen. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken, fetten Mutter auf die Insta.